Oh, Goma. Du, ich schreib dir gerade einen Aufsatz über Adolf Hitler. Useless. Hast du da vielleicht ein paar Tipps für mich? Ja, er flog damals mit einem Flugzeug nach Acapulco. In den Cluburlaub. 3-Sterne-Hotel. Und dann wurde er sauer, weil es da scheiße war. Mit dem Flugzeug? Hitler flog mit dem Flugzeug? Wohin nochmal? Ins Schlumpfendorf. Alle Schlümpfe wurden daraufhin zu Nazis. Und trugen braune Mützen. So. Ja, gut. Das hat's ja super hingekriegt. Tränenmond ist fertig. Dann tun wir die Hausaufgaben mal wieder rein. Wie sieht's denn aus? 3-mal Hausaufgaben machen. 1 von 3. Ich verstehe es einfach nicht. Wieso kann man dann Hausaufgaben nachholen? Ist mir ein Rätsel. Ist mir echt ein bisschen ein Rätsel. Ich habe das Gefühl, das ist irgendwie auch buggy. Kann mich natürlich auch täuschen. So, Tränenmond, wie sieht's aus? Du willst nur schlafen, ne? Gut, dann lass ich dich mal schlafen. Genosa Bocana. Rebea. Feridolin? So angespannt, der braucht Spaß. Fridolin braucht Spaß. So, der hat das Nachholen auch beendet. 2 von 3, ich versteh's nicht. Okay, der braucht Spaß. Artus ist so! Artus ist so! Sorry, aber ist so! Also, der alte Gangster. Huch, aha. Tobinator spielt jetzt Sims 4, so. Sowas macht der also um diese Zeit. Aha. Der Tobi, da haben wir ihn erwischt gerade. Mit sich selbst reden, natürlich. Stampfen mit sich selbst reden, typischer Hip-Hopper. Jo, ich mach die Bitches klar. Alles klar, Herr Kommissar. Check mal, was war. Ich war der Superstar. Und jetzt komme ich nicht alleine klar. Ich rede mit mir selbst und führe selbst Gespräche. Ich wünschte, ich hätte ein Mädchen. Und in diesem kleinen Städtchen. Was Rädchen? Ich habe keine Ahnung von dem, was ich hier sage. Aber check dich mal selbst und konsultiere die Lage. So. Ich finde echt, die Sims sollten tanzen lernen. Die sollten das nicht einfach können, sondern einfach tanzen erstmal lernen. So. Wie ein Champion pieseln. Und anschließend. So, für die Nachtruhe schalte ich mal aus. Erst. Aha, hat aufgehört zu spielen. Na, sieh mal einer an. Was macht der Tobi denn da? Beobachten wir das doch mal heimlich. Ich frage mich, ob man seinen Haushalt einsehen kann, wenn man sein Profil stalken. Weiß ich leider nicht, dazu kenne ich mich hier zu wenig aus. So, Fridolin geht natürlich auch den gerechten Schlaf eines Straßengangsters, eines Mittelstandsstraßengangsters schlafen. So, gute Nacht, Biatches. Ja, dann müsste ja bald Frikadelle nach Hause kommen. Boah, die muss lange arbeiten, die arme Sau. 280 Simoleons und ausgezeichnete Arbeit. Aber jetzt natürlich erstmal... Oh, Lonkas. Erstmal lullern und dazu eine gute Musik. Was nehme ich denn? Blues. Merch. Wenn das. Nächstes Lied. Yeah. Puller. Okay, Hunger hat sie auch. Dann öffnen wir mal und nehmen uns hier wieder ein köstlich deliziöses Mahl. Ein Gericht nehmen. Ja, frag einfach nicht. Loco. Alter. Die ist sauer. Uah.
Ich bin glücklich. Ja, ja. Der Torbinator spielt jetzt Sims 4. Ich glaube, es hackt. Das macht mich fröhlich. Fröhlich! Fröhlich! Ja. Den Torbinator, den knall ich auch noch. Ja. Kennst du das, wenn du so eine Spaghetti in der Nase hast? Jetzt wieder raus. So. Huch, Alter, ist voll die Optik hier. Wenn man so macht, ist voll die Optik. So. Achso, Spaß brauchst du auch schon wieder ein bisschen. Dann kannst du ja dazu, jetzt kannst du ja noch ein bisschen tanzen. Noch geht das ja. Außerdem passt die Musik ja ganz gut zu ihr, finde ich. Ich weiß nicht warum. Yeah. Immer wenn ich tanze, fühle ich mich leicht wie eine Feder. Eine verdammt geile Feder. Der Pfau kommt in die Mauser und ich bin die geilste Feder am Schweif. Torbinator hat schon wieder aufgehört zu spielen. Was macht er denn da? Na, der kommt gleich vorbei. Dann wird er ordentlich geklatscht auf den Hintern. Ja, ich bring mich schon mal in Wallung. Den mache ich mir klar. Das lecker Stück Fleisch. Der wird schön zubereitet. Erst gewürzt und dann geölt und dann kommt dabei Mutti in den Ofen. So, ich glaube, Frikadelle hat genug Spaß und muss jetzt mal dringend, ich glaube, die muss auch mal schlafen gerade. So, gute Nacht, Frikadelle. Ich mache hier mal ganz kurz aus. Für die Nacht mache ich jetzt mal aus. Ne? Die Kinder wollen ja auch schlafen. Ich weiß gar nicht, warum die nicht mehr aufwachen. Das war bei Sims 3 ja immer so. Da muss man immer aufpassen und es war viel realistischer, fand ich. Ich bin angespannt. Gut, aber jetzt erstmal eingeschlafen. Dass die gleich einschlafen können, dass da niemand schlaflos ist jemals. Oh, Dienstag, Tränenmond ist wach, sehr gut. Hunger nimmt sich erstmal ein köstliches Mal. Fridolin ist wach, nimmt sich erstmal ein köstliches Mal. Wie viele sind noch da? 3 übrig, perfekt. So. Zweimal von dreimal. Stimmung konzentriert. Wie kriegen wir eine konzentrierte Stimmung hin? Ja, dann nimm dir doch. Hier, bitteschön, komm. Ein Gericht nehmen. Ja, egal. Ihr könnt halt nicht zusammensitzen. Da muss mal jemand aufräumen nachher. Lalalalalala. So, Tränenmut ist okay. Will aber hinterher noch duschen. Fridolin hingegen, ja, will auch duschen. Wollen beide noch duschen. Tränenmond hat es ein wenig nötiger. So, nachdenklich duschen. Geht die jetzt echt mit dem Essen aufs Klo? Ich frag überhaupt gar nicht. Erfrischende Dusche. Komm, wir duschen einfach mal ganz normal. Wir duschen einfach mal ganz normal. Jetzt frisst die da die ganze Zeit über dem Klo. Man glaubt es ja gar nicht. Aber naja, so ist das Leben. Das Leben ist wie eine Porzellanschüssel. Man kann den ganzen Tag reinscheißen, aber irgendwann muss man spülen und von neuem anfangen. So, das sind immer diese tolle Lebensweisheiten, die genau gar nichts aussagen. Ist das nicht schön? Davon können wir ja das ganze Let's Play zuquatschen. So, Fridolin muss ja auch gleich in die Schule, muss aber auch noch duschen und überhaupt alles, räumt hier sogar jetzt ab gerade. Der Liebe. Da muss die Mutti das nachher nicht machen. Wie kann denn der konzentriert werden, frage ich mich.
Verspieltes Dekor 3. Wir bräuchten einen konzentrierten, komischen kleinen Sim. Dann würden wir die Kinder jeden Morgen erstmal dahin schicken. Was macht er? Natürlich. Kunst durchsuchen. Oh, der feine Herr, der Herr mit 10 kauft wieder. Mein Herz pumpt her. Natürlich ist die Dusche jetzt im Arsch, was? Es wäre auch zu schön gewesen. Das heißt, Fridolin kann schon wieder nicht duschen, oder was? Ah, es ist doch nicht wahr. Dass diese Sachen hier im Haushalt immer auseinanderfallen. Naja. Immer auseinanderfallen. Jetzt gehen sie eben beide. Der Fridolin geht nicht mal mehr aufs Klo. Und komischerweise haben die in der Schule ja auch kein Klo. Die können ja in der Schule nicht pissen gehen. Ich weiß nicht warum. So, normal arbeiten. Fleißig lernen. Tränenmond. Fleißig lernen. Huch. Oh, da war ja tatsächlich eine Briefkastentante. Soeben sind Rechnungen. 400, du hast Schulden in Höhe von 403. Dir bleiben 48 Stunden, diese zu begleichen. Boah, die Säcke. Du kannst bezahlen, wenn dein Telefon am Computer in den Briefkasten verwendest. Das ging letztes Mal komischerweise nicht. Ich glaube, letztes Mal war es einfach ein Bug. Ein Buggedy-Bug. Ein Bug, Bug, Buggedy-Bug. Ein Bug, Bug, Buggedy-Bug. Bugge, Bugge, Kuchen. So, komm, Fricker. Ach, natürlich die Stereoanlage auch kaputt. So, dann reparieren wir mal alles, wischen alles auf. Wir bräuchten eigentlich noch ein zweites Badezimmer für morgens, aber das muss einfach reichen. Wir können uns das, also ein zweites Bad können wir uns, glaube ich, nicht leisten. Zumal das Grundstück auch sehr klein ist. Wir könnten natürlich hier so ein bisschen vergrößern, aber dann müssen wir den Garten wegräumen. Das wäre, glaube ich, auch nicht so schön. Hier vielleicht noch ein bisschen raus. Die Kinder haben ja auch noch nicht, haben ja auch noch kein eigenes Zimmer. Die Frikadelle ist wieder so fleißig und die Kinder wissen das gar nicht. Die Kinder wissen das nicht. Die werden es nie erfahren, wie fleißig die Frikadelle eigentlich ist. Ihre liebe Mama. Wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt mal sage, wir gehen hier rein und sagen fein. Ach, hier war angebaut, deswegen hat das Ding kein Dach. Ist ja auch egal. Wände und leere Zimmer. Die mochte ich schon immer. Spar dir dein Gewimmer. Nicht genug Geld. Tja, dann würde ich sagen, ciao. Schade. Ich würde sagen, das machen wir aber die nächste Mal. Da müssen wir noch ein bisschen sparen. Aber dann kriegen die Kinder oben vielleicht ein eigenes Stockwerk. Dann können wir hier noch so einen Hobbyraum machen oder irgendwie sowas. Und dann kriegen die Kinder oben jeweils ihre eigenen Zimmer im Obergeschoss. Wäre das nicht schön? Die Mutti schläft natürlich weiter unten wie so ein Hund. Aber die Kinder kriegen dann oben jeweils so ein bisschen, ne, so ihr eigenes Reich. Das wäre doch schön. Ah. So, Frikadelle hat wieder alles repariert. Kann hier noch ein bisschen Teile plündern. Lalala, 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 lalala. Teile plündern, Teile plündern, Teile plündern, schalalalala. Eigentlich könnte sie wieder ein bisschen so auf Erkundungstour gehen. Und seltene Sachen sammeln, das wäre vielleicht mal ganz gut. Zumindest einer müsste das mal machen, dass der mal losläuft und seltene Sachen sammelt, damit wir hier vielleicht wieder so ein paar... Hier diese komischen, ich weiß nicht warum, wieso die überhaupt eingebaut wurden, keine Ahnung. Kann ich überhaupt nicht sagen. So, das ist noch gut. Hier ist so ein Schräubchen und da ist noch eine Diode. Da ist noch ein Widerstand, ein Kontakt. Ja, Kontakt hätte ich auch mal wieder gerne. So, schmeiß den Rest, schmeiß ihn weg. Ja, du hast doch gerade drin gewühlt. Jetzt tu doch nicht so. Das ist nur Wurst, Alter. Das gibt's gar nicht. So, da schleppt sie sich hochmotiviert rüber. So, und dann würde ich sagen, Hygiene. Erstmal würde ich was essen an ihrer Stelle. Öffnen. Hier. Ach ja.
gut, muss man ihr nicht sagen. Das Essen kriegt sie schon ganz gut alleine hin. Und es ist ein selbstsicheres Menü. Was kriegen wir denn hier? Level 3 der Mixerfähigkeit brauchen wir immer noch. Ich weiß immer noch nicht, wie wir das hinkriegen. Ah, wir haben aber 3 Tage frei. 4 Tage bis zur Arbeit. Hervorragend. Geil. Ja, geil. Da können wir natürlich Steine sammeln und wir können die Mixerfähigkeit erwerben. Ich freue mich. Oh. Oh, da freue ich mich mal mit, mein lieber Herr Kollege. Oh, die Freude steht mir ins Gesicht geschrieben. Nam, nam, da, nam, nam, da, nam, 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 da. Boah, muss ich. Ja, Freude ist wie ein Loch in meinem Gesicht. Das muss ich erstmal mit Essen stopfen. Ja, so viel Freude. Ja, Freude, Freude. Ja. Ja, Friede, Freude, Eierkuchen. Zum Nachtisch gibt's lecker Eierkuchen. Und danach noch ein bisschen Mampf von Schmeckschmonnels. So, ist die durch? Die ist durch, okay. Was wollte sie gerade machen? Lernen natürlich, lernen. Aber natürlich vorher noch Hygiene. Erstmal auf den Pott, wie ein Champion pieseln. Und danach noch eine erfrischende Dusche, ne? Eigentlich könnte sie auch mal, wenn sie jetzt ein paar Tage Zeit hat, kann sie ja mal ein paar Sachen im Haushalt verbessern. Sie ist ja die Einzige, die es drauf hat hier. Wenn wir jetzt aber 3 Tage nicht arbeiten, kriegen wir natürlich 3 Tage kein Geld. Das ist doof. Und kann sie damit Essen auch ihren eigenen Gourmetladen eröffnen? Nee, ne? Also hier so ein Selbstständig oder sowas. Das ging, glaube ich, mit einer Sims 3 Erweiterung damals. Da konnte man doch so ein Zuhause-Laden eröffnen auch und alles. Fridolin bringt lauter Viere mit nach Hause. Das ist für alle unerfreulich. Okay, erstmal die Kinder abchecken. Der fühlt sich natürlich unwohl, weil er stinkt. Weil er stinkt und Vieren mit nach Hause bringt. Und dabei singt. Okay, das ist seine Gestankswolke, glaube ich. Tränenmond hat einfach nur gar keinen Spaß mehr. Gut, dann tanzt die mal. Die schaltet sich was ein. Grusel, ich weiß nicht genau. Vielleicht elektronisch. So. Ich bin angespannt, ich bin angespannt. Ich bringe Zorn und Unruhe übers Land. Von meiner Hand werden alle sterben. Huch, Alter, was denn hier los? Wow, was für eine fitte Familie. Yeah. Fridolin nackt. Frikadella macht Liegestütze und Tränenmond tanzt. Was ist denn hier los? Aha. UFOs werden kommen. UFOs werden kommen, hast du gehört? UFOs? Entführt meine Seele. Entführt meine Seele. Entführt meine Seele. Weil ich mich nur quäle. Die Welt ist solch ein finsterer Ort. Menschen erfreuen sich an Leid und an Mord. Meine Nase. Warte jetzt. Boah, was hier? Ach, jetzt tanzen sie zusammen. Cool. Cool. Yeah. Und Frido natürlich am Computer. Funky Fricker. Ist das blöd. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe gerade den Kataklysm gesehen. Voll das Musikvideo. Geil, Alter. Voll MTV-Standard. So, komm. Lassen wir jetzt mal. Boah, was eine Action hier wieder.